Planner-Typologie. Wer oder was ist ein Planner? Planner, Strategen oder Ähnliches sind meist nur unterschiedliche Begriffe für das identische Berufsbild. Es meint diejenigen, die sich in Agenturen und Unternehmen jenseits des Tagesgeschäftes um die übergeordneten strategischen Fragestellungen und Aufgaben des Kunden und dessen Marken kümmern. Dabei ist die Ausprägung des Berufsbilds heute sehr unterschiedlich. Man findet Planner in Werbeagenturen, in Digital- oder Mediaagenturen, MAFO-Instituten oder sogar auf Kundenseite. Die Keimzelle des Plannings liegt in Deutschland im Creative Planning. Im Grunde haben alle Planner ähnliche Eigenschaften. Sie interessieren sich an Menschen, an Marken, an Medien und sind eigentlich immer auf der Suche nach dem Warum. Neugier ist dabei die wichtigste Triebfeder. Was außerdem alle Planner eint, sie sind ein Angebot an die Kreativen und Berater. Ein Angebot, tiefer in der jeweiligen Materie zu bohren, nach fokussierten Lösungswegen zu suchen und die Arbeit der Kollegen damit zu vereinfachen. So wurden einige Planner in den früheren Zeiten in Deutschland auch Effizienzer genannt, also diejenigen, die die Projekte durch die Fokussierung und Inspiration zu mehr Effizienz und mehr Effektivität führen sollten. Der Ursprung des Plannings. Account Planning hat seinen Ursprung in den UK und ist mittlerweile über 40 Jahre alt. Stephen King von JWT und Stanley Pollett von BNP gelten als Gründer des Plannings. Stephen King wird als Grand Strategist bezeichnet, der die übergeordnete Markenstrategie im Blick hatte und sich in ständiger Verbindung zur Zielgruppe sah. Stanley Pollett gilt als Creative Tweaker, der früh klar machte, dass die Stimme des Konsumenten eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Entwicklung von Werbung und Kommunikation spielte. Er war auf Insightfindung und Inspiration fokussiert. In England wurde diese Disziplin schnell zum Wettbewerbsvorteil für die Agenturen, weshalb sehr, sehr schnell auch andere Agenturen nachzogen und auch Planning etabliert hatten. So wurde bereits in den 70er Jahren ein Berufsverband, der APG UK, gegründet. Viele Experten behaupten, dass die Werbung in England aufgrund dieser Disziplin lange Zeit erfrischender, kreativer und unterhaltsamer war. In Deutschland gibt es das Planning seit ungefähr 15 Jahren. Anfangs waren es die großen internationalen Agenturen wie FTB Wilkins, JWT und Linters, die die ersten Planning-Abteilungen hatten. In den 90ern zogen dann große deutsche Agenturen wie Jungformat oder Scholz & Friends nach. Heute ist Planning bei fast allen großen führenden Agenturen fest etabliert und hat sich als Disziplin durchgesetzt. Es gibt mittlerweile ganz unterschiedliche Planning-Typen, die die Antworten auf die strategischen Fragen finden, die der Markt und die Situation ihn jeweils stellt. Was macht ein Planner heute? Die eine Aufgabe des Planners gibt es so nicht. So unterschiedlich das Einsatzfeld von Plannern heute ist, so unterschiedlich sind auch deren Backgrounds und Aufgaben. Jedoch ist in der Regel das Hauptwerkzeug der meisten Planner der Creative Brief. Damit informiert er nicht nur die Teams, sondern versucht auch inspirierend und fokussiert zu sein. Ein Planner ist meist von Anfang an fester Bestandteil eines Projekts und begleitet dies bis in die konkrete Umsetzung der Kreation zum Beispiel. Unterschiedliche Planner-Typen. Brand Planner, Creative Planner, Channel Planner, Research Planner oder Digital Planner. Heute gibt es unzählige Formen des Plannings. Die fünf ausgeprägtesten hier in der Übersicht. Der Brand Planner. Er ist der Analytiker unter den Plannern und beschäftigt sich mit den Werten einer Marke, Fragen der Markenarchitektur, Markendehnung und entwickelt Markenportfoliostrategien. Er liebt es, neue Markenmodelle zu entwickeln und steht total auf Brand Keys. Der Creative Planner. Seine zentrale Aufgabe ist es, der Kreation zu helfen. Und das bedeutet, den Kreativen möglichst zu ungewöhnlicher und kreativer Werbung zu inspirieren. Am Ende des Tages schreibt er auch das Creative Brief. Da fließt alles rein, was wichtig ist. Channel Planner. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die besten Touchpoint- und Kontaktpunktstrategie zu entwickeln. Also wie kann ich eine Botschaft in Zeiten fragmentierter Medienlandschaften effizient und effektiv an den Mann bringen? Er versucht, eine Antwort auf die wichtigsten Fragen zu finden. In welchem medialen Kontext trifft die Botschaft auf die Zielgruppe? Wie erreiche ich meine Zielgruppe am besten? Und wann wird welches Medium wie genutzt? Der Research Planner. Er ist der Marktforscher unter den Plannern. Ihn interessieren spannende Insights und analysiert den Prozess von der Werbeaufnahme bis hin zum Kaufentscheidungsprozess. Meist ist er Soziologe oder Psychologe. Das hilft ihm, Konsumenten und deren Verhalten sowie Einstellungen besser zu verstehen. Der Digital Planner. Meist in Digitalagenturen oder heute auch in großen Kreativagenturen zu finden, ist der Digital Planner damit beschäftigt, eine Strategie für den Umgang mit digitalen Medien zu entwickeln. Wie ist die Rolle von Social Media innerhalb der Gesamtstrategie? Welche Strategie wird bei der Kampagne oder Long-Term-Plattform oder Website verfolgt? Ausbildung zum Planner. Es gibt keinen typischen Ausbildungsweg zum Planner.
Das Gewerk lebt davon, dass es von ganz unterschiedlichen Menschen mit ganz unterschiedlichen Backgrounds geprägt wird. Dennoch gibt es ein paar Studiengänge, die sich besonders gut fürs Planning eignen. Dazu gehören zum Beispiel Psychologie, Soziologie oder auch die Medienwissenschaften. Natürlich ist ein BWLer auch nicht ungeeignet, ein guter Planner zu sein, solange er in der Lage ist, ab und zu auch mal Intuition walten zu lassen. Der Deutsche Strategieverband RPG bietet jedes Jahr mehrere Seminare und Schulungen für Junioren im Planning an. Außerdem gibt es zahlreiche Angebote, die sich an seniorige Berater oder gestandene Planner richten. Auch an der Miami Ed School gibt es einen Planning-Lehrgang. Am Ende sind es jedoch Talent, Neugier an Menschen und Sachverhalten sowie ein gutes Gespür für Zeitgeist und Kreation, was einen guten Planner ausmacht.